Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20 beim zweiten Feld bzw. Schrägstrich Wiese und dem ersten Schnitt. Die zweite Wiese haben wir gleich schon mal durch. Der Leo ist gerade, da drüben kommt er schon, auf dem Weg mit meinem Wender zum Hof. Und der Udo war so nett, der wendet drüben schon das erste Feld, damit wir da Heu rauskriegen. Und aus dem hier mache ich, glaube ich, Silage, die wir dann ins Fahrsilo kippen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann haben wir ein bisschen Heu, ein bisschen Silage noch, auch wenn wir ja noch ein paar Ballen haben. Aber es soll ja ein Wintervorrat werden, ne? Und dafür brauchst du eben einiges. Und deshalb bin ich auch am Überlegen, was ich mit der Wiese, die jetzt hier hinterm Zaun ist, mache. Ob ich da auch noch mähen soll. Vor allem, ob ich sie jetzt schon mähen soll. Oder ob ich da noch ein bisschen mit warte und erst das hier fertig machen soll. Aber ich glaube, dazu muss ich mal dann in den Wetterbericht schauen. Da habe ich viel platt gefahren. Gut. Oder soll ich sogar hier sagen, wir machen die Wiese auch noch als Heu? Und machen erst das letzte Feld als für Silage. Müsste ich mal überlegen. Aber jetzt bin ich erstmal zufrieden, dass ich hier fertig bin. Ah, da hat er hingestellt. Das ist ja auch okay. Je nachdem brauche ich das Mähwerk ja nochmal, von dem her lassen wir das jetzt erstmal hier draußen stehen. Schickes neues Teil. Gerade wenden und fahren zu Udo rüber aufs Feld, dass ich da dann schon mal schwade. Hm.
Was ist denn das für eine Lenkung, ey? Sehr wendig. Achso, das kann ich ja erst schwaden, wenn es... Aber es sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann kann man hier Prüfgerät aus. Ein Prozent Feuchtigkeit. Ich kenne mich doch da nicht aus. Kann man hier messen. Udo! Jo! Du, kennst du dich mit dem Messgerät aus? Check das nicht. Bisschen. Sagt bei mir 9% Feuchtigkeit. Ist es dann schon Heu? Oder muss da Gras stehen? Muss da Heu stehen, dass es Heu ist? Nee, das müsste noch passen. Also, dass es schon Heu ist, oder was? Ja, ich glaube ab 6-7% oder so ist das Heu. Das ist, glaube ich, noch zu nass. Also, dass es jetzt noch Gras ist, meinst du? Ja, das ist jetzt noch Gras. Okay, gut, dann warte ich noch. Hast du eine Ahnung, wie viel die Kühe im Winter fressen? Nee. Ah, ich bin immer überlegen. Ich habe da unten noch eine Wiese, die hier. Ja. Ob ich die auch noch mähen soll. Mhm. Also eine würde ich auf jeden Fall gerne noch Stroh, eine Silage machen. Ja, ich wollte auch noch meine Wiesen komplett mähen. Heute? Nee, heute nicht. Okay. Aber vor dem Winter noch komplett. Ja, alle ist Wiesen klar. Nochmal. Hast du schon mal? Ja, ich habe ja schon 3 Wiesen gemäht. Ah, okay. Ich habe auch jetzt noch 2 dazu gekauft. Oh, okay. Wie viele Kühe hast du? Ich habe noch eine Bestellung aufgegeben für zwischen 40 und 60 Kühe habe ich jetzt noch bestellt. So viele? Ja. Ich ja mit meinen, was habe ich? 6. Ich habe momentan 12 Kühe. Ja, und wollte jetzt noch, keine Ahnung, 60 oder so bestellen. Was brauchen wir für Mischration? Heu und Silage. Stroh und Silage. Ah ja. Okay. Ah, hier, warte mal, da steht, geschätzte Futtermenge ist 34.000 Liter pro Jahr. Mhm. Okay. Gut. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich warte noch ein bisschen mit dem Schwaden dann. Okay. Gut, danke dir. Jo. Ja, beziehungsweise, wenn ich dann jetzt nicht spade, dann werde ich jetzt eben doch nochmal die Mehrwerke auspacken. Und erstmal doch noch die Wiese mähen. Weil 34.000 Liter ist jetzt, hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber weiß auch nicht. Sicher ist sicher. Es vergammelt ja hoffentlich nicht.
kann man immer hier halt auch noch. Dann haben wir alle erstmal durch, glaube ich. Und dann können wir uns auch entspannt zurücklegen. Dann sollte es am Grünfutter dieses Jahr nicht scheitern. Die Wiese da drüben könnten wir ja, glaube ich, nicht mehr, oder? Ne, dann habe ich alles. Dann habe ich alles gemäht, was mir gehört. Das ist schon mal gut. Fehlt denn hier Gras? Wer ist denn hier schon durchgepflügt? Ach, da ist noch ein Feldweg da hoch zur Wiese. Zur Zufahrt, das habe ich gar nicht gewusst. Da ist noch ein Feldweg. Auf jeden Fall sehen die Tiere glücklich aus. Da bin ich ja schon mal ganz zufrieden mit. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die Wiese ja, die andere Wiese auch noch voll machen soll oder nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus mit den Kühen. Wie viel die tatsächlich brauchen. Ich brauche, glaube ich, schon eher mehr Gras, mehr Silage wie Heu. Nee, das müsste sogar gleich sein. Weil ich brauche ja für Mischfutter brauche ich ja auch Heu und Silage. Oder Silageballen habe ich ja noch. Weil noch nie wirklich so exzessiv Tiere gemacht, ne? Noch nie wirklich Kuhbauer gewesen. Flächenmäßig würde ich fast denken, dass die Wiese hier die größte ist. Wobei die hinten drin im Tal, die ist halt auch mega. Na, oh, jetzt habe ich das Ding wieder ausgemacht. Dass mir das immer durchgeht. Gleich fertig sein, oder?
Wo fährt denn der jetzt hin? Jetzt haut er einfach ab. Jetzt hat er gewendet und jetzt denkt er, die Arbeit ist erledigt. Das ist mir ein Vogel. Naja, gut, dann muss ich den Rest eben dann alleine machen. Keine Ahnung, wo der jetzt so plötzlich hin musste. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut am Mittwoch bei der nächsten Folge Walchen RP rein. Ansonsten schaut Montag bis Sonntag auf die Grünfelder Land rein, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin. Macht's gut. Tschüss.